Am Anfang muss noch erwähnt werden, alle hier erwähnten Witze und Späße dienen nur zur Unterhaltung, sollen bitte nicht ernst genommen werden. Wir weisen nur ausschließlich darauf hin. Und jetzt viel Spaß mit dem Video und abonnieren nicht vergessen. Das ist Familie Putz, Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Oh no, alles erledigt. Jetzt da schauen wir mal, ob der Whitey abhebt. Hoffentlich. Ah ja, hallo, hallo. Oh, David, hallo Whitey, altes Haus, her bei dir. Wie geht's dir im Urlaub, du fauler Hund, du? Ja, richtig gut, ich bin gerade also am Strand. Ah, dir geht's gut. Richtig schön, gerade Sonnenuntergang, ja, schön, richtig ja. Schön, ja. Ich wollte nur sagen, der Herbert und ich haben jetzt dein Haus schön neu geputzt und gestrichen. Ah, ja, der Herbert verstopft nur noch dein Klo schnell, aber ja, ist eh nicht so schlimm, oder? Ja, nein, ist ja auch egal. Ja, passt. Aber jetzt wollten wir fragen, ob wir dir noch irgendwie helfen können, als beste Freunde quasi. Naja, eine Sache hätte ich da schon. Ja, raus mit der Sprache. Naja, der Burgerladen ist schon ein bisschen dreckig und so. Und da hat sich die Frage, könntest du sie putzen oder ein bisschen umtun? Ja, ja, mach mal. Im Burgerladen putzen. Passt, das wollte ich immer mal vorschlagen. Der schaut versifft aus, Alter. Naja, egal. Ja. Ja, auf jeden Fall machen wir das. Ja, gerne. Ist der Burgerladen offen? Nee, der Schlüssel liegt unter der Blumenvase. Oh ja, das hätte ich mir denken können. Na gut, danke, ich wünsche dir viel Spaß im Urlaub. Okay, danke. Wo bist du? Bin schon unterwegs. Wo warst du jetzt in letzter halbe Stunde, sag einmal? Bin schon da. Wo warst du bitte? Was hat der Walter gesagt? Ja, wir müssen nur den Burgerladen putzen, hat er gesagt. Putzen? Voll geschissen eigentlich. Ah. Ich habe gar keine Lust mehr aufs depperte Putzen. Aber wir könnten den doch auch ein bisschen umräumen. Hat er auch gemeint, dass wir das dürfen? Ja. Der ist ja ein bisschen lang weg noch, schon ein paar Monate. Ja. Und. Ja. Ja, so, der ist ein bisschen versifft, die können wir neu machen. Ja, wir könnten da schon eine tolle Bar einbauen, da kann man immer gratis schaufen gehen. Genau, gut fürs Geschäft. Ja, das stimmt eigentlich. Das packen wir unsere Sachen. Ja, gut, komm. Fahren wir mit dem Auto. Gott sei Dank sind wir da, Leute, mein Herbe, mein Sitzfleisch ist schon auf die Probe gestellt von uns. Ja, schaut schon aus, als hätte der lang keine Kundschaft mehr gehabt. Das stimmt, schau mal. Einfach Spinnenweb hier. Ja, das ist ja auch klar, was der da aufgepickt hat. Da, das geht und die Preise nicht. Sind ja auch unglaublich. Die sind Wucherpreise, schau ja, mal. Ja, ist schon. Burger 50. Das glaubst du auch. So ein Mini-Burger. Das kauft ja niemand ab, mein Freund, sag ich dir. Also wie niemand das anders in die Hand ist. Doch, ja, der wird sich so freuen, wenn er zurückkommt und sich dann und das dann sieht, das werden wir dann schön schauen. Ja, das machen wir. Ich glaube, ein Schwein pfeift. Soll ich das sagen? Unglaublich. Das hat er schon besser als Zeit erlebt, auf jeden Fall. Also, was der da fabriziert, da müssen wir mal aufräumen, Whitey. Ich sage immer, Whitey zu dir, aber du bist ihm so ähnlich. Ja, bist auch ein bisschen dummer, ein bisschen auf den Kopf fallen. Naja, ich war schon seit immer so. Ja, stimmt. Kannst du mal enge Fragen. Beginn mal. Sieht doch behaglich aus hier, ha? Ja, ein bisschen was dann. Ja. Du schaust ja aus wie eine Putzfrau. Ja, nicht lustig. Ein bisschen schon. Nein. Putzfrau Herbert. Putzfrau Herbert für alle Fälle. Und ich bin ein Anrufbeantworter. Putze halt hier was. Also, ich gehe jetzt ein paar Sachen holen. Ja. Fahr mit dem Auto, hol ein paar Sachen für die Bar. Und du kannst dich derzeit ausruhen. Tschüss. Mein bester Freund hat mich beschimpft. Ich bin nicht sentimental oder so und ich weine jetzt auch gerade gar nicht, aber es ist so im Herzen. Es ist so weit. Jetzt zieh los und muss erledigen das, was du so erledigen hast. One hour later. Hallo. Hallo. Ich habe alle Sachen gesammelt. Jetzt. Jetzt bauen wir mal auf. Komm, geh mal. Was willst du aufbauen? Müssen wir schon wieder arbeiten? Ja, komm. Ich bin arbeitsscheu.
Komm. Ich mag nicht arbeiten. Ui, das mag ich, das Geräusch. Okay, ich komm schon. Ich bin schon da. Ich komm schon. 3000 Jahre später. Ich komm schon. Auf die Grünige, Saufkumpanen! Auf geht's, Leute! Trägt bis zum Unfall, bis zum Tod! Im Gottes Namen, was ist denn da los? Scheißmännchen, bespuckt ihn raus hier! Wiedersehen! Adio! Tschüss! Männer, wir haben ihn verwirrt! Ja. Auf die Krüge! Tam, Prost! Sagt man noch was? Als ob du! Endlich wieder zu Hause! Lang nicht mehr hier gewesen. Aber was ist denn das? Oh, schaff dich! Wenn du mehr Schuss nicht legen kannst, am Tisch! Ja, unterm Tisch, mein Albert! Unterm Tisch! Oktoberfest ist nur einmal da. Ja, Oktoberfest im Ponsatalia! Auf geht's, MC Hübbert, an der Haus! Ich glaub, das ist ja die Höhe! Eine Party ohne mich! Nein, ich könnte wohl! Sing! Oh, zauft ist! Wenn du mich so siehst, dann lieg ich schon unterm Tisch. Und zappt es, wir feiern noch ein bisschen. Tschüss. Oktoberfest ist nur einmal, ja. Ein Tag auf der Baustelle mit Tom und seinem lieben Vater. Der gar nicht sein Vater ist. Das ist voll dumm, wir haben eh genug Outtakes. Voll dumm, voll scheiße. Was ich davon jetzt halten soll, weiß ich nicht. Wir drehen jetzt seit 20 Sekunden und es ist noch nichts Sinnvolles dabei rausgekommen. Ach, und ich... ich will eigentlich einfach nur ein bisschen reden. Hey, ist nicht nett. Naja, okay.